Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal, das ist schon fast wieder falsch gegangen. Beim letzten Mal habe ich angefangen, die Burg mal wieder einzunehmen. Weil jetzt haben wir hier rote Knilche, Ninja-Knilche, Knilche ohne Ende. Da sind diese super tollen Samurais hier das letzte, was uns irgendwelche Probleme bereiten sollte. Wobei göttliches Konfetti ist immer eine schöne Sache. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Ziel ist es heute, nach oben zu kommen. Tatsächlich wieder. Ich könnte auch von außen nach oben gehen, das haben wir schon mal festgestellt. Aber Ziel ist es jetzt wieder, nach oben zu kommen. Interessanterweise, man kann es so gerade sehen, wenn ich die Kamera richtig positioniere. Zwischen den zwei Balken auf unserer rechten Seite befindet sich draußen auch noch ein Ninja. Kann man sich jetzt also aussuchen, ob man Pest oder Cholera haben will. Ich könnte da lang gehen, ich könnte hier lang gehen, weil die Tür ist netterweise immer noch offen. Die alte Frau, die hat halt ihre Probleme, aber die haben nichts mit uns zu tun. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ist ein bisschen laut auf meinen Ohren. Ah, meine Arme und Ohren! Meine Arme und Ohren. Bin mir nicht mehr sicher, ob hier unten auch einer war. Also ein neuer Boss. Ich weiß, dass oben ein neuer ist, aber hallo? Echt nicht nett. Ich habe gerade deinen Kollegen umgebracht und das erste, was du tust, ist mir eine reinhauen. Das ist einfach nicht nett. Nee. Also ein bisschen Höflichkeit, das wäre schon mal ganz angemessen. Augenscheinlich nicht. Augenscheinlich doch? Nee. Das ist nur ein Kampf unter Ninjas, weil so wie ich es verstanden habe, sind die Lila-Typen auch Ninjas? Was mich zu dem Punkt bringt, es kann nie genug Ninjas geben, aber naja. Wollte ich gerade sagen, ein Souls-Spiel als Ninja wäre mal cool, aber naja, offiziell ist das hier mein Souls-Spiel als Ninja, von daher ist das eine sehr merkwürdige Aussage. So, hier ist nämlich der Punkt, wir haben ihn da, er ist unser Miniboss. Der Typ da drüben ist allerdings auch da. Toll gesagt, ne? Die Sache ist halt folgende, wir können uns ohne Probleme an denen an der Wand anschleichen, um dann nicht gegen zwei Gegner gleichzeitig kämpfen zu müssen. Was eine gute Sache ist, im Allgemeinen. Ne? Das ist aber rein optional, wie gesagt, weil man müsste jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen. Aber, naja, ihr kennt mich ja. Größenwahnsinnig. Meistens kriege ich noch auf die Fresse, obwohl ich ganz genau weiß, was ich zu tun und zu lassen habe, so Pi mal Daumen. Ist schon super. Einfach mal den verwenden. Das Ding hier ist rein theoretisch völlig egal gerade. Ich kann ja wieder Öl werfen oder so, ist eigentlich wurscht. Ja. Probieren wir es mal. Das macht uns nur. Achso, Moment. Das macht uns nur ein bisschen unsichtbarer, habe ich's? Habe ich. Nur um sicher zu gehen. Der Vorteil ist, wir können ihn jetzt als Puppe benutzen. Und mit ihm gegen diese komisch. Aua, hat mein Kollege. Mein Freund haut mich. Ohne Scheiß. Er hat mich schon. Ist okay, ich weiß, ich bin halb unsichtbar, aber trotzdem muss ich mich halb bringen. Okay. Ja. Danke für fast nichts theoretisch, weil das hat jetzt nicht geholfen. Also. Den Schaden zu verringern, wohl bemerkt. Den Rest ja, aber den Schaden nein. Ich
Ich erkenne in der Wand ein Muster. Das hilft mir nicht, dass ich in der Wand ein Muster erkenne, aber es ist noch. Das war jedenfalls nicht ganz der Plan. Ist aber auch egal. Es geht halt ums Prinzip. Und im Prinzip habe ich zumindest gezeigt, wie sinnvoll der Puppenspieler-Trick mal tatsächlich hier ist. Ich erkenne wieder nichts außer Wand. Ich erkenne nichts außer Wand. Gott verdammt nochmal diese Wand. Sie ist wunderschön. Ich kann einfach nicht ohne diese Wand. Oder diese Wand. Wenn ich eins geworden bin in diesem Spiel, dann ein Connoisseur der Wände. Also Wände sind... Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich sehe das kommen, dass ich trotzdem noch gegen den hier verliere. Nicht unbedingt wegen dem Gift, aber allgemein. Na, so wie das läuft, ne? Ich bin mir nicht sicher, warum mein Charakter gerade so komisch in der Gegend stand. Mein Ziel war es, die Kügelchen zu essen, aber das hat er dann nicht so gut gemacht. Sehr merkwürdig von mir. Naja, was soll ich sagen? Ich bekleckere mich mal wieder nicht mit ihm hier. Das sollte man ja mittlerweile von mir gewöhnt sein. Oh nein. Das war gerade eindeutig die falsche Richtung, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Nee. Egal. Überhaupt kein guter Kampf. Überhaupt kein guter Kampf. Gibt Fettwachslumpen, ist eine schöne Sache. Gibt die Gebetsperle, was prinzipiell viel interessanter ist. Oh Mann. Statt, wenn ich mir das manchmal ansehe und mir denke, ja, das war voll scheiße, was du da abgeliefert hast. Das ist manchmal ein bisschen traurig. So, weil jetzt, das ist der einzige Grund, warum ich das jetzt mache, weil oben ist jetzt ein weiterer Boss. Abgesehen davon, dass wir an einer Stelle sind, an der wir theoretisch ein Ende freischalten können, was nur mal so gesagt sein sollte. Was man theoretisch als das absolut schlechte Ende bezeichnen könnte. Und ja, das ist jetzt ein bisschen nervig, aber ich gehe jetzt hier einmal hin und her, um auf 3 Fähigkeitspunkte zu kommen, um die einsetzen zu können, damit ich keine Erfahrungspunkte verliere. Beziehungsweise ich muss sie nicht unbedingt einsetzen, mir geht es darum, dass ich 3 voll mache. Ja, einmal noch, dann reicht das. Ja, ich könnte natürlich sagen, ich mache einen Speicherpunkt hier, den ich dann auf meinen Stick oder was auch immer ziehe, aber das ist mir dann tatsächlich auch wiederum zu doof. Könnt ihr aber machen, um
zwei verschiedene Enden direkt zu. Nein, zwei direkt, aber. Um auf zwei Enden hinzuspielen schon mal, oder ein Ende mindestens. Wer sich's ansehen will, ich gehe mal davon aus, dass YouTube sowieso schon längst wieder alle hat. Ich habe mich gebückt, deswegen sieht er mich nicht mehr. Ist klar. Unuska. Miko-sama to Ema-dono ga nirawarete oru. Utari o. Ja, war so klar. War so klar. Aber ja, okay. Auf den göttlichen Erben und Emma-sama hat man es abgesehen. Und ja, ich heile mich jetzt. Das kleine bisschen, das ärgert mich gerade einfach nur. Das ist schön, dass man da einen hinpackt. Mit dem man nicht reden kann, es sei denn, man hat den Ninja auf dem gegenüberliegenden Häuschen platt gemacht. Jetzt kann man... könnte ich bitte mal irgendein Part haben, ohne dass ich fehle? Ja, die hatte ich, die ersten Part. Aber das ist wieder lächerlich. Amüsant vielleicht, aber lächerlich. Ah ja, Punkt ist, könnt ihr euch auf jeden Fall im Internet ansehen, gibt's gut von. Es ist ja nicht so, als würden alle Leute nur meinen LP hiervon ansehen und sind fertig damit. Das würde ich mal ganz stark bezweifeln. Wäre zwar irgendwie cool, aber nein. Ja, ich will unbedingt springen, statt einfach den Haken zu putzen. So ist das manchmal. So ist das manchmal. Onushi no koto wa yoku oboete iru zo. Shinda to kiite ita ga ittai nani o takurande iru? Fukuro yo. Takuramu nado messou mo. Sa a, ware to tomo ni mairimashou zo. Kono fukuro wa Miko-sama no totoi sono onchi o. Omamori shitai dake ni. ございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。相すみませぬが、懐かしきこの眺めを。 Ja, da ist der Uhu, den wir eigentlich für tot erklären müssen. Zum göttlichen Erben gehen können wir nicht. Wir müssen tatsächlich mit unserem Aufziehvater reden. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Kampf mir mehrere Tode bescheren wird, weil ich mich nicht mehr an ihn erinnere. Anyway. Chichiu, hikite oide, datta to. Hakari goto yo. Omae koso. Ano yo shinda to omou te otta ga na. Miko-sama no ochikara ni te, shibito yori kaerimashita. Sore yo. Washi wa ano Miko no chikara o, ryuin o shichuu ni shiyou to omou. ですが、分かっておる。第一の狐より父が命じる。主を捨てよ。今より、あの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い、巫女を捨てよ。 Also, wie gesagt, wenn ihr jetzt an dieser Stelle das Spiel aufgeben wollt, weil im Prinzip ist es das Aufgeben, dann wird Option 1 die eisernen Regeln befolgen, Kubo aufgeben. Wir werden natürlich die Regeln brechen, um Kubo treu zu bleiben, weil sonst wird das Spiel an dieser Stelle enden.
soweit ich das kenne, wir würden ein Ende kriegen, was gut ist, theoretisch, aber... Naja, wir würden mehrere Bosse verpassen, plus den finalen letzten Boss, also nein. Dekimasen. Dekinu. Dato. Shinobi ga jou ni nagasareru nado. Nanto. Nasakenai koto ka. Segareyo. Naze kono chichi no omoi ga wakaranu no da. Shinobi no okite o wasureta ka? Okite wa onore de sadomeru. Sou kimemashita. Wa ga aruji no youni. は成長しておるようだな。 Junger Wolf, alte Eule oder so ähnlich. Moin. Das Ding, was er da gerade geworfen hat, würde verhindern, dass wir uns heilen können. Au. Das Gute ist, immer wenn er es einsetzt, können wir relativ simpel einen Schlag anbringen. Problematik ist, das Ding setzt dann nicht mehr ein, wenn wir einmal davon getroffen wurden. Aber bis dahin, ist es manchmal relativ lang hin. Ja, witzigerweise daran erinnere ich mich noch, dass es das Ding gibt. Allerdings muss ich auch immer vorsichtig sein, weil ich das Gefühl habe, wenn ich ausweiche und ihn angreife, dass ich da manchmal reinrutsche. Dang it! Mein Angriff tickt zu früh gestartet. Gar nicht erst den Angriff machen, ist auch gut. Also, ist natürlich total blöde und Käse, aber... Aber mich gar nicht zu verteidigen ist immer doof. Habe ich das schon erwähnt? Ja, habe ich. Sieht zwar so aus, als würde ich es gerade absichtlich machen, aber nein, eigentlich drücke ich und es kommt nichts dabei rum. Ist auch schön. Da habe ich mich erschlagen lassen. Ist es das jetzt wert? Nein. Eigentlich nicht, aber egal. Oh Mann. Na, da konnte ich nicht mehr schnell genug aufstehen. Das bin ich aber auch selber schuld. Wow, daran erinnere ich mich definitiv nicht mehr. Aber was macht das schon, ne? Ah, jetzt habe ich mich sogar davon treffen lassen, seht ihr? Jetzt haben wir das Problem, jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Also, ist mehr Vorsicht geboten.
Aber ihr wisst ja, mit wem ihr redet hier. Es ist nicht so, als wäre ich jemals richtig vorsichtig. Au, au, au. Naja. Eine Runde abgeschlossen mit 5 Heilungen, beziehungsweise 4, also der Hälfte. Das ist okay. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt hingehen muss. Der Punkt ist jedenfalls, er meint das nicht ernst. Sag ich ja. Aber wie ihr festgestellt habt, der Heilungseffekt, also der Anti-Heilungseffekt, kann man das so nennen? Hält halt nicht ewig, also von daher sollte es euch mal erwischt haben, dann wartet halt eine kleine Weile. Also er wird verschwinden. Daran erinnere ich mich tatsächlich auch nicht mehr. Aber okay, Gift. Ja gut, es ist ein Ninja, ne? Meine Güte. Welchen Ninja würde ich auch mit Gift anfangen? Glaube ich. Denke ich mal. Ich bin ja nicht der Fitteste, also muss man Mittel und Wege finden, um an Gegner irgendeinen bleibenden Schaden zu verursachen. Abgesehen davon, dass man Stärke bezeugt. Und das wäre dann mein Mittelchen. Aua. Wenn man sich davon treffen lässt, ist es, wie man sieht, nicht ganz so wild. Naja. Väterchen. Ich halte ihn halt für einen recht coolen Kampf. Kein Vergleich zu Genichiro. Aber hier hat man dann halt mal so ein volles Ninja-Paket, was ich ganz nice finde eigentlich. Kann ich mich doch wieder treffen lassen. Sauer rein. Nee. Okay, jetzt wird's gefährlich. Hilfe! Hallo ja, jetzt wollte ich Steinsäule sagen, das war nur Wand. Aber Wand war jetzt auch halt nicht hilfreich. Okay. Ah, sofort diese Dreckskugel da. Oder was auch immer das ist, was er wirft. Bombe, Kugel. Naja, es ist eine Bombe. Aber ja, er ist im Prinzip kein Vergleich zu Genichiro. Aber den Kampf mag ich halt trotzdem. Hallo? Uncool? Alter Mann? Du hättest mich töten können? Und interessanterweise ist jetzt zwar vielleicht nur in meinem Kampf, aber ihr seht ja, ich werde ihn eher dadurch besiegen, dass ich ihn getötet habe, sozusagen. Sehe wieder nix. Als dass wir ihn. Au. Ah, komm. Ich muss es jetzt aber auch nochmal spannend machen. Das ist ein Treffer. Als dass wir die Haltung durchbrechen. Vielen Dank. Meine Fresse.
見事。なに？Meine Punkt, 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 Fresse. Das musste ja so sein, ne? Der große Shinobi Uhu war der Pflegevater des Wolfs. Ja, das wissen wir. Außerdem hat er den Aroma-Ast dabei. Ein duftender, getrockneter Zweig des immer blühenden Baums. Gepflückt vom Vater des Wolfs. Der immer blühende Baum ist ein Sakura-Baum und dementsprechend mit Nostalgie behaftet. In voller Blüte erinnert dieser Zweig Takeru an seine Heimat. Dieser Zweig Takeru. Der andere Göttliche, kann das sein? Ich glaube ja. Einer der Zutaten für das Räucherwerk, das der göttliche Erbe zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt. Oh Mann. Ich meine, okay, fein, hat funktioniert. Ja, war aber kein rühmliches Ende zumindest. Den Hauptkampf selber finde ich okay. Angriffskraft verbessern. Großer Shinobi Uhu. Der große Shinobi Uhu wollte um jeden Preis die Macht des Drachenerbes erlangen. Na los, lass deinen wahren Namen in ganz Japan erklingen. Alles nur, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Komischer Text. Irgendwie tatsächlich ein komischer Text. Nun ja. Das war jedenfalls das. Mir fehlt, glaube ich, hier auch noch eigentlich Mönchskünste, müsste das heißen. Irgendwie so ähnlich. Mal gucken. Das können wir jedenfalls schon mal lernen. Und dann sind wir demnächst beim Ashina Kreuz. Aber dazu dann später mehr. Ja. Wenigstens das hat funktioniert. Andere Sache ist übrigens, das habe ich gerade nicht richtig erzählt, wenn wir uns dem Uhu anschließen, das ist vielleicht das einzig Interessante daran, wenn wir uns dem Uhu anschließen, dann müssten wir gegen Emma kämpfen und im direkten Anschluss gegen den alten Ishin Ashina. Der würde dann auch kommen. Man würde eine spezielle Kampftechnik lernen, das Spiel wäre vorbei. Jetzt habe ich es richtig wiedergegeben. Das wäre das Ende, was man dann anstrebt. Also man muss gegen Bosse kämpfen. Gegen zwei, gegen die ich in diesem Durchlauf dann nicht kämpfen kann. Aber hey, egal. Okami-dono, yokuzo mairaremashita. Okami-dono, honno sukoshi, miken no shiwa ga. Interessant, dass sie nichts weiter dazu zu sagen hat, was da oben abgegangen ist. Aber okay. Hallo, Kuro. Okami. ご無事で何より。袋は切りました。すまぬ。クロウ様。すまぬ。なすべきことを成したのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これはトコザクラの枝か。そうか。 黒が持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。シャキッとせねば、狼よ、私の方も 調べが進んだぞ。きっとこれが最後に必要な甲の材料だろう。それは竜院の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、竜院の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で タケル様の故障の指揮を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。Keine Ahnung, warum wir das verwahren sollen, aber na gut. Ein Tagebucheintrag von Takerus Diener. Takerus-sama hielt seinen Arm über das Räuchergefäß und versuchte ihn mit dem Schwert zu schneiden, doch seine Wunde heilte, ohne dass ein Tropfen Blut floss. Tomoe-sama sagte: Ohne sie kann dein Blut nicht vergossen werden. Was kann sie nur gemeint haben? Sate, waga chi o nagasu sube, ika ni shirabeta mono ka. Emma-dono ni kiku no wa dou de shou? Hmm,
クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。Also, meiner Meinung nach Ärztin hin oder her, aber mit einem unsterblichen kleinen Jungen ist wieder was anderes als nur den menschlichen Körper kennen. Na, mach ja nur. お主に尋ねたいことがある。はい。何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故、それを求めるのですか。宣教に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。Schrott der Aufhebung der Unsterblichkeit. Ein Teil von Takiros Buch über die Aufhebung der Unsterblichkeit. Mit sterblicher Klinge in der Hand kann mein Blut vergossen werden. Mein Blut wird den Duft vollenden. Das Reich der Götter rückt näher. Die Unsterblichkeit wird aufgehoben. Ich muss Tomei bitten, bei meiner Enthauptung zu helfen. Takeru-sama ga shiruzareta mono ka? Hai. Fushigiri naraba.竜院の巫女の身に傷を負わせ、血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。Okay. Schrott der Ich weiß nicht, warum das Schrott der Aufhebung heißt, aber ist egal.巫女様、源の香の花、手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。巫女様、この材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何かわかったか。不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。これで香の材料は全てであろう。狼よ、香を託としよう。行為。巫女様。狼、不思議りよ。うん。案ずるな、深くは切らぬ。不思議りを抜いてくれぬか。はい。すまぬが、
目を閉じてくれ。ほう。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。伏立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。行為。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。はい。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。行為。狼殿、狼殿、ほんの少し。 Okay, damit hätten wir jetzt zumindest den Weg für das absolut normale Ende frei. Also wir könnten jetzt das machen, was er sagt, zur Höhle gehen, dann bla 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 und dann Träne und bla bla bla, Ende. So, in der Kurzform. Praktisch gesehen werden wir natürlich jetzt noch ein bisschen was komplett anderes machen. Plus, ich muss das Ende, was ich eigentlich jetzt vorbereitet habe, mit dem gesamten Quatschen und dem Reis und den Schriften und bla bla mit dem heiligen Kind hier, noch machen. Von daher, yay! ミコの忍び、そこにいらっしゃるのですか。お主、目が、はあ、やはりいらしてくださったのですね。ミコの忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。Und so erhalten wir gefrorene Tränen. Tränen des göttlichen Kindes des ewigen Wassers, die sie vergoss, als sie zur Wiege wurde, sind gefrorene Tropfen. Wenn Kuro die Drachentränen und die gefrorenen Tränen trinkt, kann das Wiegenritual vollzogen werden. Kalte Drachentränen, nichts weiter. Kori Namida ka? Moshiya? Hai. Osoraku wa tsumetai ryū no namida ga sasu no wa ryū no namida to tomo ni この氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなうでしょう。Also wenn er in der Wiege ruhen kann, dann wird das ja offiziell heißen. Aber naja, なんだ。お手を。あ。白金。これは冷たい。凍えたこの体が、お米を冷たく輝かせるのでしょう。まるでささめ雪だ。確かに
ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ。ささめ雪をどうぞ。Feiner Schnee, gekühlter, silbriger Reiz vom göttlichen Kind des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her, etwas mehr als gewöhnlicher Reis. Kälte macht Reis noch süßer. Reis ist wirklich kostbar. Je länger man ihn isst, desto süßer wird er und desto mehr Energie liefert er. Ich da ko. Okome wa daichi. Kitto mata. Itadaki ni irashite kudasai. In gewisser Weise hätte ich es jetzt ganz interessant gefunden, wenn sie erst irgendwie. Ich meine, das klingt jetzt gemein, aber wenn sie irgendwie mutiert gewesen wäre oder so. 竜の涙とともにお渡しした氷涙をクロー様に飲んでいただけば良いでしょう。巫女の忍びよ、竜の涙をどうかお探しください。巫女の忍びよ、きっとまたいらしてください。 Das ist jedenfalls schon mal das, was wir machen müssen, um das vierte Ende, wenn man so will, freizuspielen. Wenn man nach Reihenfolge gehen würde, vom Einfachkeitsgrad, sag ich mal, eins, das sich gegen Kuro stellen, zwei, das, was ich damals gespielt habe, im Prinzip nichts anderes machen, durchspielen, gut ist. Drei werde ich so halb in Angriff nehmen, aber nicht durchziehen sozusagen. Und das hier als viertes, weil es sehr, sehr viel drumherum ist. Ne? Geh mal da hin, mach mal das da, gib den Text ab, such den Text, mach das mit dem Text, bla bla bla. Ist schon wieder ein bisschen anstrengender. Aber so ist das. Na komm, lad fertig, bitte, bitte. Ich bin auch ein guter Junge. So, jetzt müsste ich gucken, dass wir die Dialogoption freikriegen, um noch zu einem anderen Gebiet zu gehen, was ich dann tatsächlich nicht kenne, was witzigerweise am Blind ist. Aber ist halt immer die Frage, wann und wie und sowieso. Da habe ich halt wieder mit den ganzen Leuten hier reden, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal fertig wird. So wie ich es verstanden habe. Soja. Ah, interessant. Süßes Reichsbärchen von Kuro. Hab jetzt nicht damit gerechnet, auch noch süße Reisbällchen zu kriegen, aber das ist eine gute Sache. Das ist auch so, ich bin gerade nur um die Ecke und dann fängt er schon damit an, tu was nötig ist und blablabla. Das kommt mir immer sehr merkwürdig vor, so. Ah, meine Ninja-Künste. Weil ich einmal weggegangen bin. Das ist immer sehr, sehr merkwürdig, finde ich. Immer sehr, sehr merkwürdig. Nasubeki koto wo nasaneba. ミコ様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした？タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ。おそらく解釈とは、流飲の巫女の命とともに。 その節を断ち切ること。何だと？このまま、節立ちの道を歩まれるならば、不思議で、九郎様。巫女様のお命を、絶たねばならぬ。はい。節立ちこそが九郎様の望み。それは承知しています。ですが、狼殿。 九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。流因は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。
巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか、巴殿の狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。イエーイ、ガハイムスクリマガイ。狼殿、調べを進め。ああ。それから巫女様、はい、狼殿。Ja gut, Kuro nicht sterben zu lassen, ist vielleicht eine gute Sache. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es... Das ist ein kleines Kind. Ne, das... Man sollte keine Kinder sterben lassen, nehme ich an, sind die Zukunft der Menschheit, bla 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 bla. Aber der andere Punkt, logischerweise, es ist ein bisschen... mehr auf diesen Kodex zurückzuführen, finde ich, ne? Er sollte seinen Meister nicht sterben lassen. Den Teil sehe ich auch so. Also kümmern wir uns darum, dass genau das eben nicht passiert. Ich bin der Meinung, ich müsste beim alten Grab vorbeisehen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt war oder später. Später scheinbar. Ich weiß nur, dass ich mit ihr reden muss noch ein paar Mal, bis wir auch da wieder fertig sind. Das ist immer schön. Ich weiß, hin und her teleportieren, gucken, bla bla. Wahrscheinlich hätte ich mich nur ausruhen sollen. Kennt man ja. Aber okay, kriegen wir hin. Da haben wir wieder meinen wunderschönen Raben. Mein Rabe auf der Schulter, sozusagen. Okay, haben wir jetzt was Neues? Ah, wunderbar. Sono Tengakari o tsukamimashita. Kore o. Okay, Tomoes Notiz. Takiru-samas Husten wird schlimmer. Die Rückkehr ins göttliche Reich ist unmöglich. Ich möchte nur das Drachenerbe aufheben und seine Menschlichkeit wiederherstellen. Dafür brauche ich den immer blühenden Baum und die sterbliche Klinge, die sich mir entzieht. Der hohe Priester des Seppo-Tempels hat sie versteckt. Er will die unsterblichen Fesseln nicht durchtrennen. そのためには、トコザクラの花がいるようです。以前お伝えした通り、トコザクラとは、タケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り、花を持ち去り、トコザクラは、やがて枯れ果てました。トコザクラの木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に床桜の花もないか。はい。ですが持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは床桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが花はもうないようですね。どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。Genau deswegen sollen wir zu dem Grab. Also zurückporten. Yay. Porten. Yay. Ich meine, ich bin wirklich sehr froh, dass es in den Souls-Spielen Porten gibt.
Es ist schön und gut, dass die gesamte Welt im Prinzip zusammenhängt und ich von A nach B im Normalfall laufen kann, ohne dass es irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich hat oder so. Aber, naja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da wirklich dann mir irgendwann mal sagen würde, oh, ich laufe, ich brauche kein Wort. Jahre später sind wir dann noch irgendwann mal da, nach dem Motto. Also, gehe ich mal davon aus, dass hier der Baum gestanden haben muss. その、おい。狼殿。いらして、いたのですね。何か思い出せたか。いいえ。あいにく何も。何もか。はい。思い出せず、すみません。私の古い友ならば、 その頃のこと、何か覚えているかもしれません。あれ寺で、少女と会ってきます。少女。武士殿の古い名です。Das wäre kein Spitzname, den ich haben wollen würde. Also bitte fangt nicht an, mir Affennamen zu geben. Muss nicht sein. In gewisser Weise würde ich zwar gerne wissen, was ihr da euch vorstellen würdet und ob da irgendein Name wirklich passend wäre, aber nein, ich möchte nicht unbedingt einen Affennamen haben. Nee. Das muss alles nicht sein. So, der Punkt ist, jetzt gehen wir hier hin, Orangutan, ne, alte Affen, Heini. Wir haben es ja durch das Schnapsgetränk festgestellt, dass er eigentlich scheinbar mal im Tal der Affen zumindest war. Soweit ich weiß, müsste ich sie von irgendwo belauschen können. Ja, perfekt. Hey Mann. Und mein Sohn, soll er dir ihn noch rein? わかった。そのいずれか死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを渡せば、あの人は死んでしまう。Das ist doch nicht euer Ernst. Man wird nur ausgetrickst. Das ist doch eine Sauerei hier. Hallo. オオカミ殿もいらしたのですね。私は仏を掘る音を聞くのが好きで、時折ここを訪ねるのです。 Fragen, was du mit angehört hast, ja. いずれかが死なねばならぬ。 それはどういうことだ? 聞いていたのですか? 教えてくれ。私は見たのです。あの日、常桜の木の下で、巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など? 巴殿は、 こう言っていました。流飲の血を受けた節は、その主を縛ると。人帰りのためには、流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが、人帰りもならなかった。 不思議がなかったためでしょう。私は、クロ様を、そしてあなたも、失いたくはない。どの道も、行き止まりなのです。何を隠している? それも、
聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。Und so erhalten wir Vaters Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das den Uhu gehörte. Der Uhu besaß diese Glocke sehr lange. Sie im maroden Tempel zu opfern, könnte dir eine andere Erinnerung zeigen als zuvor. Niemand weiß, wieso diese schützende Glocke existiert. Vielleicht verwahrte sie der Uhu für sich selbst oder wollte sie jemandem geben. Kore wa Suzuka. Kitto, Fukuro-dono no nakigara kara kobore ochita mono de shou.フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。Und damit können wir dannim Prinzip eine leicht abweichende Version vom Anwesen spielen mit neuen Bossen, wo auch die fehlenden Gebetsperlen sind, die ich mir damals nicht holen konnte. Und ja, das ist halt prinzipiell eine schöne Sache. Abgesehen davon kann ich jetzt das letzte Ninja-Prothesen-Ding herstellen. Makoto no Okami naraba, Onore no Kiba no Tsukai-michi wa.己で決める。そうした顔になったようじゃな。Da hat er allerdings recht. Ich meine, wir haben uns entschieden, unseren Vater umzulegen. Ne? Und gut ist. So, das Flötensignal. Prothesenmodul erzeugt durch den Anbau eines zarten Fingers in die Prothese. Sein Klang erregt die Aufmerksamkeit des Feindes und lockt ihn zum Ort der Flöte. Durch Anvisieren eines Ziels kann nur dieses Signal das Signal hören. Das Flötensignal macht Tiere wild, sodass sie nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Damit haben wir, soweit ich mich erinnern kann, alle Prothesen. Ich sehe nirgendwo ein Schloss mehr. Wir dürften alle Prothesen haben. Ist eine gute Sache. Göttliche Doppelentführung und das da und jedes hier. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Materialien, ja, kein Geld mehr. Gucken, was habe ich gerade hergestellt? Die göttliche doppelte Entführung. Wir haben Langfunke. Hält länger an, der Effekt. So. Das verbesserte Sabimaru. Zwischen Angriffen wechseln. Können wir einen Schwertangriff reinhauen. Die Nebelrabennummer sollten wir schon länger haben. Naja.Ich könnte natürlich auch eben. Eben gucken, was ich so an Geld habe. Zumindest das mal hier reinpfeffern. Haha, Pfeffer. Ist ein Witz, den nur meine engsten Freunde verstehen werden. Oder meine schlimmsten Feinde, je nachdem.Geladener Speer, okay. Bohrender Kreisel, ja. Demnächst kann ich Geld werfen, wovon ich ja immer so viel habe. Ah, ich werfe all mein Geld. Oder so, naja. Ja, ich bräuchte halt jedenfalls mehr Geld, wenn ich darauf hinaus arbeiten möchte. Gut. Und das war's dann erstmal für diesen Part. Wir haben wieder eine Menge gemacht. Wir haben einenweiteren Boss gefällt und prinzipiell haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, abgesehen davon, dass es nicht schlimm ist, wenn wir erstmal Richtung Göttliches Reich gehen, was ich vielleicht sogar machen werde, weil wir jetzt jederzeit Zugriff drauf haben, in das neue Anwesen zu gehen. Also mehrere Möglichkeiten, das eine ist blind, das andere nichtIch tendiere aus einem ganz bestimmten Grund dazu, erstmal Richtung Göttliches Reich zu gehen, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Bis zum nächsten Mal.